Und hier, jetzt haben wir die beiden Teammates. Ja. Asta gegen Young, die Ulrich. Die vorher Zweiter geworden sind. Ganz genau. Die werden jetzt gamen. Wir haben einen ganz klaren Favoriten hier mit Asta. Ja. Der derzeit einfach Waves macht, hat bei NDM wirklich gute Upsets gemacht. Hat den dritten Platz geholt. Ja. Ja, Asta auch einfach gut. Einfach gut, ja. Kann man einfach mal so sagen. Kann man schon mal so sagen. Er ist auch so einer, der trifft einfach seine Hits, der trifft seine Punishes. Ja. Und das ist schon die halbe Miete. Sie wärmen sich auf. Ich verstehe nicht ganz genau, wie sie sich aufwärmen. Es ist ja, einfach mal so ein bisschen... Ein bisschen Knöpfe drücken. Es ist so ein bisschen wie so ein Tanz gerade gefühlt. Ja. Ich möchte nochmal Shoutouts geben an diese kranke Production Value. Das Stream Overlay sieht so schön aus. Die Player Cam ist so clean. Ja. Hin und wieder sieht man sogar uns. Ja, das ist true. Worüber ich mich immer wieder freue. Und wir starten ins Game. Wir starten ins Set. Oh ja, schön auf Battlefield. Ja, Battlefield. Nein. Ja, wo soll man sonst starten? Die Starter Stage schlechthin. Ich habe tatsächlich heute einmal auf FOD gestartet, glaube ich. Das ist schon... War schon crazy. Unkonventionell. Ja, ein bisschen. Hast du gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, welches Set das war. Aber ich weiß, dass es auf FOD gestartet hat. Oh. Früher Kill? Maybe. Ja, da hätte die Nähr vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Aber er wollte halt sicher gehen, dass Asta auch weit genug wegfliegt. Also ja. Hat sich deswegen für die Forward eher entschieden. Jetzt versucht er schon wieder mit der Forward. Ja, er kommt. Und dann wird er einfach gab er. Ich würde gerne wissen, für was der Baby Tag steht. Tja, weiß ich nicht. Steht für seine Freundin vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Meinst du, er wird bald Vater? Weiß ich nicht. Müssen wir ihn später fragen. Nach dem Set holen wir ihn mal her. Ja, fragen, ob er Vater wird. Vor allen Dingen auch einfach genau so. Sag mal. Bist du eigentlich Vater? Oder wie sieht das aus? Aber Lukas ist ja selber erst 17. Deswegen, das ist aber schon sehr früh da. Ja, ich weiß nicht, ob seine Eltern das so approven würden, wenn er jetzt schon Vater wäre. Muss er vielleicht doch Gamer werden. Also weiterhin bleiben. Kleiner Unterschied, was ich jetzt schon merke zu dem Set davor. Es ist ja genau dasselbe Matchup. Ja. Aber ich finde, dass Asta das ganz, ganz anders spielt. Ich habe das Gefühl, dass er immer so für... ein, zwei Hit-Kombos geht. Ja. Er sucht immer nach so den Straight-Hits einfach, aber macht keine großen Kombos. Ich habe bisher auch, glaube ich, noch nicht viele Wave-Shines gesehen. Nee, definitiv nicht. Also da, aber ich finde es halt auch interessant einfach. Es ist halt wirklich das gleiche Matchup, aber es sieht auch so anders aus. Sieht ganz, ganz anders aus. So Young Ulrich spielt auch ganz anders als Blaze. Das ist nicht auf der Cheater-Box. Ist am Controller. Das kommt auch noch dazu. True. Ja, da ist er hier jetzt. Oh, der Becker geht da raus. Oh, damn. Sah erst gar nicht dann aus. Aber da ist er hier jetzt schön Stocklead. Im ersten Game. Aber mir gefällt, wie Young Ulrich das hier schön competitive hält. Oh, der Turnip musste das sein. Oh, musste sein auf jeden Fall. Oh nein, er wollte in die andere Richtung. Ja. Leider den falschen. Oh, wunderschöne Smash DI. Da hat er gesagt, auf gar keinen Fall wirfst du mich hier Wave-Scheinen. Ja. Jetzt schauen wir mal zum dritten Mal. Third time's the charm. Ei, und dann kriegt Asta den Ich weiß Engel nicht, leider. Welchen Engel er da kochen wollte. Ja, aber getroffen hat er ihn nicht. Nee. Was machen wir jetzt hier? Ja,
wollt sehr wahrscheinlich nicht am Battlefield sterben. Wollen wir einen Down Smash sehen? Will er einen haben? Er will einen haben und er kriegt ihn. Oh. Und natürlich jeder Fox-Spieler hält runter. Alle halten runter. Das alle. Mittlerweile, Down Smash wird immer besser von Peach, weil jetzt alle runterhalten. Ja, ist so. So, Peach ist einfach schon der Counter gegen Runterhalten-Meter. Ja. So zum Teil. Aber, ja. Oh. Und dann trifft er den einen Waveshine. Ja, und direkt ab Smash. Und aber es ist mal mehr, also ich habe wirklich so das Problem, irgendwie herauszufinden, wo Lukas eigentlich, wo Asta seine Prozente herbekommt. Es ist, ich merke nur auf einmal, okay, Jan Ulrich ist jetzt bei 100% und jetzt ist er tot. Ja. Er macht das ganz sneakily und ich glaube ja, dass Jan Ulrich das auch nicht so ganz genau checkt, wo denn genau der Junge jetzt seine Prozente herbekommt. Er kriegt halt immer mal so ein, er macht halt nicht die mega sicken Kombos, aber immer mal so ein Hit rein, so. Ja, genau. Okay, das ist, aber jetzt apropos. Smash die einen nach oben, das war schön. Wave-Shine. Jetzt kommen aber doch die Wave-Shines hier. Drei hintereinander. Auf FD, da denkt er sich, ja, das kann man sich doch mal gönnen. Kann man schon machen, sieht ja ganz nett aus so. Ja, definitiv. Oh, er catcht ihn aus der Luft. Gut abgefangen hier. Ich finde, dass Asta ein sehr schönes, so abgehacktes Movement hat. Mhm. Wechselt sehr schnell die Richtungen, macht es nicht leicht für den Gegner. Du meinst, dass man ihn nicht so gut predicten kann, ja, wo er genau. was er geht, er geht so links, möchte, rechts, so links, rechts, wo landet er genau? Man weiß es nicht genau. Sehr viel das Pattern einfach ändern. Oh, der Down Smash. Gerade noch gerettet. Ei. Er ist tot. Close one, ja. Oh, vielleicht hätte er ja lieber versuchen sollen, weil Lukas ist tatsächlich runtergegangen. Wollte er ihn retten oder was wollte er da machen? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht dass hätte er einfach versuchen sollen, ihn mitzunehmen. Oh. Anstatt zu recovern. Ja, das ist jetzt Rinse und Repeat. Was, oh nein. Was war das Turnip da? Ja, das war ein Turnip, aber er war zu weit weg. Schauen wir mal, was er macht. Er hat vor allen Dingen das Turnip einfach nach unten geworfen. Ich glaube, er wollte mit dem Turnip eine Float Aerial machen, aber hat es irgendwie nicht ganz gekriegt. Ich weiß nicht. Das sah ein bisschen weird aus. Kann natürlich sein, ja, dass er dann wieder. Ja, er wollte das Turnip ziehen, dann floaten und dann nochmal die Down Air machen. Ja, genau. Ich glaube. Also, I guess, weil warum sollte er sonst das Turnip auch noch ziehen? So? Aber wir sind ja schon weiter. Wir sind ja schon viel, viel weiter. Ja. Aber sehr, sehr competitive auf jeden Fall. Ja. Und beide selbe Stockanzahl. Oh, er geht direkt. Oh nein! Der Clip! Oh, der clippt ihn einfach. Chain Grab. Let's go! Dennis hat ihn. Kann er aber auch. Sehr schön, sehr schöner Punish. Oh, wie hat der nicht getroffen? So close. Hast du einfach dran vorbei? Oh, aber es war wichtig, nicht von der Abwehr getroffen zu werden. Ja, definitiv. Da ist er schön rüber gefloatet. Das wäre sonst gute Nacht gewesen. Ja. Oh! Asta einfach mit dem crazy Smash DI direkt an die Ledge ran. Ah, jetzt hat er ihn aber gesniped. Jetzt hat er ihn getroffen. Einer kann dann auch mal treffen. Ja, dafür, dass er von. Jetzt kriegt er aber ein bisschen viele Hits rein. Ja. Ah, aber er kriegt auch selber. Wenn er den Chain Grab bis 115, glaube ich. Ich glaube, bis 115 so circa. Der geht schon recht lang auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt noch einer. Und ich glaube, nach dem macht er jetzt die Nair dann. Er hat auf jeden Fall. Nein, einer geht noch. Jetzt aber die Nair dann. Ja, oder? Er hat ja auch mehrere Male gepammelt. Aber ja. Sehr schön. Genauso. Und genau deswegen hat er FD gecounterpickt. Ja. Weil, wenn er den Punish trifft, dann stirbt der Fox. So sieht das aus. Aber Dennis, no reaction. Er schaut, was Asta da macht. Ja. Asta mit der sehr schönen Beanie-Mütze, by the way. Ja, er schon guten Style am Start. Schon ein sehr fresher Boy auf jeden Fall. Ja. Sind beides sehr fresher Boys. Das kann man definitiv so sagen. Und oh, Dennis Shield grabbt hier einfach. Muss auch mal sein. Ja, Shield Grab schon gut. Guter Move, kann man schon machen. Ja. Hector, ich weiß nicht, ob du Hector kennst aus Hannover. Er hatte letztens auf
Twitter gepostet, sein Sternzeichen ist Shield Grab. Ja. Das verstehe. Wer hat hier Nudeln? Das riecht so gut. Oh, Johnny Banana geht an uns vorbei mit den gekochten Nudeln. Das ist natürlich ganz unfair. Die hier aus der Venue auch angeboten werden für nur 3 Euro. Leute, kommt vorbei, gönnt euch Nudeln für 3 Euro. Kommt einfach für die Linsen-Bolognese vorbei. Gönnt euch. Und ja, solider Edgeguard hier. Einfach an der Ecke gehangen. Einfach. Manchmal muss man einfach hängen bleiben. Ja. Schön Kantenhänger machen. Manchmal muss man es einfach sehen wie im Leben. Man soll es nicht zu ernst nehmen. Einfach mal liegen bleiben. Einfach mal hängen bleiben. Ja, ganz genau. Man muss nicht overextenden. Man muss nicht diese Überstunde machen. Ja. Nee. Manchmal. Manchmal sollte man einfach nach Hause gehen. Einfach ein bisschen floaten. Und dann F-Smash in die Fresse bekommen. Ja, und dann floatest du und kriegst. Und dann, vielleicht nicht so nah an der Ledge. Und dann geht das vielleicht auch, aber. Muss man gucken. Oh, der Abtilt, da sehen wir noch nicht so. Warum würde er da shorten? Warum? Einfach warum? Ja, das stimmt. Wenn er einfach normales SMB gemacht hätte. Er war nur so, also entweder escape ich jetzt. Ja. Oder ich mach's Young Ulrich einfach einfacher. Noch einfacher, ja? Ja, genau. Also ich gebe ihm noch eine Chance. Oh, er hat's doch gewusst. Er wusste, dass er dahin muss. Und er war sichtlich erneut, wenn man in die Playercam geschaut hat. Da habe ich leider gerade nicht drauf geguckt. Richtig. Und schau mal, jetzt stirbt er auch noch dafür. Ja. Oh. Zwei Stocks hinten ist natürlich schon ein bisschen hart für Young. Ja, da wäre ich auch angenervt jetzt. Verstehe ihn das schon. Er hat schon wieder 50%. Das ist so krass. Waren gefühlt 3 Hits so. Ja, versucht jetzt ein bisschen zu sehr. Es ist. Ich habe das Gefühl, Lukas nimmt das gerade alles so nicht so ernst einfach. Er weiß einfach, er ist Fox McCloud. Er ist der mit den guten Moves. Er ist der mit der guten Frame Data. Ja, das ist wohl so. Der Sweet Spot hier. Oh. Ey, einfach mal mehr gemacht. Der Down Smash. Aber Jan Ulrich ist so gut darin, aus diesen Down erst raus zu Smash DI ein. Ja, sein Smash DI ist ja schon das ganze Set sehr gut gewesen. Mhm. Oh, hey, creative. Hey, wart mal ab. Oh. Der Punish. Schade. Na, okay. Ja, mit der Abwehr wieder rausgecatcht. Ja, 2-1 jetzt für Asta. Ein Game muss er noch holen. Shoutouts an Sabrina. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Unterstützen. Let's go. Generell nochmal Shoutouts an den Chat. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Hier bei der Kiezklatsche in Berlin. Und Young Ulrich wird den ersten Stock hier. Relativ quick. 20 Sekunden. Ja, er hat Asta gerade ganz schön eine Klatsche gegeben. Ja. Und er will wieder zurück direkt. Ja, sie schenken sich nichts hier. Okay, jetzt kommt die Plattform schon wieder. Ich wollte gerade sagen, wenn Young Ulrich hier jetzt schnell nach links kommt, dann hätte er natürlich auch versuchen können, den Chain grabben. Oh, er hatte keinen Jump mehr. Oh, ich habe kurz weggeschaut, was passiert. Er ist nicht an die Ledge gekommen und ist, glaube ich, ein bisschen zu tief gefallen. Ich weiß nicht, ob er dachte, er hätte noch einen Jump, aber auf jeden Fall ist er nicht gejumpt und hat einfach Happy gemacht. Ja. Ich habe letztens behauptet, der Satz, der bei Melee-Spielen wahrscheinlich am öftesten gedroppt wird, so overall, ist, wo ist mein Jump? Ja, wo? Da würde ich wohl agreeen. Aber es ist auch wirklich, wo ist er? Manchmal fragt man sich wirklich. Ja.
Der manchmal verschwindet der einfach. Er verschwindet wirklich, wenn man ihn am meisten braucht. Er war wieder Avatar. Ja, ist so. Der Jump einfach gefangen im Eisberg. Und manchmal passiert es mir auch, da bin ich ehrlich zu dir, ja. Da denke ich, ich habe einen dritten Jump. Da reicht mir der zweite nicht aus und ja. Ich jump noch einmal und dann sage ich trotzdem, wo ist mein Jump, auch wenn ich weiß, dass er schon weg war. Spielst du vielleicht den Puff, wenn du das denkst? Nee. Dann hast du sogar 5. Ei, er snappt hier so ein bisschen, aber also, er lässt ihm dann trotzdem einfach die Edge wieder. Also wenn ich Puff spiele, gehe ich eh davon aus, dass ich unendlich Jumps habe. Also da, also, fair also dieses Jump-Zählen, wovon manche reden, ja, heute jetzt hat Puff 4 Jumps, 5 Jumps, zähl mir doch nix. Alter, hat unendlich Jumps. Ja, gefühlt schon. Und wenn ich mal Y drücken sollte und Puff springt nicht, dann ist das Spiel kaputt. Dann stimmt da irgendwas nicht. Nee. Wieso hat er nicht down-smashed? Fox hat seinen Kopf da reingehalten. Ich weiß es nicht. Er hätte ihn einfach in den Mixer spülen können. Einfach ein bisschen... Oh, schöner Grab hier. Oh. Ja, er bleibt... Asta oh wollte. Nein, da hätte die Forward er vielleicht getroffen. Da schon, hätte er sie gebraucht. Schon unfortunate, weil war schon nice, dass er das Liegenbleiben von Asta einfach gecall-outet. Ja, er hat schon gesagt, ja, da bleib halt liegen, ja. Mir egal. Da komm ich halt ran, doch. Ja, push ich die weg jetzt. Ja. Ah, er pressuret ihn jetzt aber schon auch gar nicht so schlecht. Also gefühlt hat Jan Ulrich jetzt gerade nochmal ein bisschen aufgedreht. Ja, er braucht jetzt nochmal, er braucht schnell den Kill und dann... Er will es auf zumindest. Ja, er will unbedingt. Ja, da ist er. Jo. So, und jetzt braucht er irgendwas, jetzt. Das juicy ist. Da muss er jetzt ballern. Ja, das zum Beispiel ein Downsmash und vielleicht noch einen. Wenn es einen Moment gab, wo er ballern musste, dann ist es jetzt. Ja. Oh, er hatte doch den Callout. Aber dieser Fox McCloud, nein, not like this. Please, live. Ah, oh, no. Not like this. Das ist schon sad. Oh, und Dennis, er regt sich auf. Er ist upset, man merkt. Das hätte er haben können. Das Game 4 hätte er haben können. Unfortunate. Ja, so ist es manchmal. Ja, aber sonst, schönes Set. Also ja, definitiv. Da waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Gerade das FD-Game auch. Da waren Dennis mit dem schönen Shaker zum Schluss. War schon ganz nett.